Guten Morgen alle gut, und willkommen zurück auf meinem Channel. Also heute schätzen wir über etwas, was bis jetzt schon nicht mehr von euch gemacht hat. Sind wir 100% sicher, ob das nur ein Tag war oder just einmal. Und zwar Cheatmeals. Alles darüber, was das aus wie nach Kanälen, wie soll es eigentlich gut sein und ob sie überhaupt soll machen, das sieht alles allein. Also Cheat Meal geht nicht nur nach einem Namen wie Cheat Meal, aber es gibt auch Free Meal, Reward Meal, Flex Meal, Relax Meal oder einfach Pizza, Pasta, Ice Cream an, was jetzt sonst noch alles für Geld ist. Eigentlich ist es ganz egal, wer ihr es nennt, ob ihr Cheat Meal nennt, Free Meal, Relax Meal, Reward Meal oder was auch immer. Wir wissen alle gut, was da gemeint ist, und zwar im Menü oder zwar die Saison eben Essen. Was nicht auf unserem Programm steht und was ein bisschen von unserem Essplan eben aufweicht. Normalerweise als ein Cheat Meal etwas Kalkuliertes, was den einmal die Woche möchte, einmal alle zwei Wochen oder just einmal am Monat, je nachdem, wie Ziel ist und je nachdem, wie der Körper funktioniert. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Sache, und zwar, wie oft ich einen Cheat Meal eigentlich soll machen und ob ich soll Cheat Meals machen, also ein Menü just, oder carrément, ob ich kann den ganzen Tag essen, worüber ich Bock habe. Wenn du ein Cheat Meal möchtest, weil du just einmal an der Woche oder einmal alle zwei Wochen möchtest oder just sogar einmal am Monat, das hängt ganz davon auf, wie ihr Ziel ist und wie eure Körper für alle auf Cheat Meals reagiert. Wenn du einen mega guten Metabolismus hast oder du sie dann einen Perma-Balk nennen, ich meine, das heißt Balking Season Abbau, du kannst doch schon mal sehen, dass ihr eben einen carrément ganzen Cheat Day könnt machen, einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen oder just einmal am Monat. Das hängt ganz davon auf, was ihr Ziele sind, wie ihre Körper darauf reagiert. Also kann ich das ganze Thema über Cheats und lecker Essen, was nicht im Programm steht, eigentlich nicht verallgemeinern, weil es wie bei allem an diesem Sport und meinem Fitness-Lifestyle ziemlich individuell ist und ich nicht alles kann auf die andere Person rüber projizieren, wie bei einem selber eben klar. Normalerweise möchte ich den Cheat Meal auch für ein, wie soll ich so, ein mental Pause zu holen von dem, was ihr die ganze Zeit möchtet. Das heißt, auch mal ein kleinen Pause zu holen von seinem strikten Erstprogramm, wie zum Beispiel bei den Athleten an ihrer Konkurpräparation. Aber es wird aber auch ganz andere, wie soll ich so, Vorteile, die ich auch gleich ein paar hier erwähnen und auch ein bisschen erklären, wieso Cheat Meals gut sind und wieso in okay Fall soll Cheat Meals ganz auf der Seite lassen, auch von in einer Konkurpräparation aus. Wir fangen mit etwas, was sich Leptinhormon nennt. Leptinhormon, das ist etwas, was der Körper ausschüttet und das auch wie so viele andere Hormone bei uns eben den Stoffwechsel geriert, dafür verantwortlich ist, wie viel Energie das wir haben und ob wir eben gut können auffüllen oder nicht. Und die Sache ist, wenn ich in langer Zeit eine Diät möchte, mit einem ziemlichen, wie soll ich sagen, mit einem ziemlich guten Kaloriendefizit, da geht der Leptin-Level immer mehr hoch und dann also ich nehme noch immer mehr mit. Es wird ein mega, wie sieht denn das? Ein furchtbar Müdigkeit, Fatigue, wie auch immer, und es hält ihn nicht mehr so gut auf, obwohl ihn aber noch immer gerade so wenig ist, so nicht mal respektiv, obwohl ihn noch immer gerade so an seinem Kaloriendefizit aus wie viel drin. Voilà, sag es nur, wenn er entschied macht, also etwas ist, was nicht über ein Programm steht, also nicht nur etwas, was mental gut ist für ihr, aber es wird auch, tut auch einen Einfluss auf ihre Leptin-Level. Und zwar kann in über 24 Stunden, das sind Studien, die dadurch beweisen, zwischen 3 und 10% Rem und Blut gehen. Das heißt, an den Rem eben ausbalanciert gehen, ihr den Darm länger Zeit schon im Hof geht. Deswegen sollen dann eben noch heuerns da entschied abbauen, egal was das los ist oder egal, wie viel der du hast, das ist natürlich auch etwas, das ich nicht verallgemeinern kann. Du musst auch mal deinem Coach oder selber gucken, wie es für euch am besten funktioniert. Wir wollen das soll eben von Zeit zu Zeit so kleinen Cheat machen, für dass der Leptin-Level normal geht, auch respektive Leute mal eine Zeit schon ein bisschen mehr höher ist, dass ihn auch gut kann auffüllen, aber für dass ihn eben nicht stagniert an dem Gewicht und nicht nach meinem Gesehen immer und immer und immer mehr raufgehen an den Kalorien, wie sie ihn innerhalb seinem Tagesbedarf ist, weil das alles mehr nicht gesund ist. Voilà, ein anderer wichtiger Grund, wieso ich einen Cheat soll machen, ist, wenn es RMT3 und T4, das sind die zwei Schilddrüsenhormone, die eben auch wie beim Leptin ziemlich verantwortlich dafür sind, wie man es fühlen. Das heißt, wenn da eben auch wenig T3 und T4 hat, das heißt eben in dem Moment eine kleine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann, die wo das tun, ich war ja auch schon dabei,
die holen nicht mehr so gut auf und die können so wenig essen, wie sie wollen, und sie holen aber nicht auf. Und sie sind die ganze Zeit mit und sie sind die ganze Zeit grunzig und natürlich keinen Bock auf nichts. Weil das ist, wenn da zu lange eine Diät macht, da kann er einen T3 und T4 auch mal ein bisschen an die Keller gehen. Also an die Kalorien ist es wie soll ich so ein bisschen mehr stark ausgedrückt, mehr einfach, dass es ein bisschen mehr niedrig geht wie ein Soß aus und dann hat eben auch Probleme für aufzuholen. Da wenn es also ein Cheat dann eben auch gut, weil die kann sogar ab 24 Stunden, nachdem sie gecheat hat, T3 und T4 bis zu 9% rumbringen, respektive eben ausbalancieren. Das sind zwei von den wichtigsten Gründen, wieso ein einen Cheat soll machen oder ein Relax Meal, Reward Meal, weder doppelt nennen, Pizza, Pasta, Schokolade, Ice Cream. Für das Ehren, einfach eure Stoffwechsel an eure Körper ausbalanciert das und ein bisschen normal funktioniert, was durchfüllen geht, was der Fettstoffwechsel geht und der Stoffwechsel im Allgemeinen. Und natürlich, dass er Energie am Alltag auch ausbalanciert das, dass da auch ja, Lust hat, weiterzumachen an eurer Diät, aber Lust hat, weiter zu trainieren. Es gibt ja auch richtig Oldschool-Athleten, so richtig krasse, die fanden, dass Cheat Meals so etwas für schwache Leute, die sich nicht können und ein Programm halten und die einfach eine Disziplin haben, für das durchzuziehen. Par contre, da habe ich auch gesehen, zwei von den wichtigsten Argumenten, wieso ich einen Cheat Meal soll machen. Ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass ich mal heuernst soll einen Cheat machen und wie ich auch schon so einen kleinen Pause soll machen von dem, was ich permanent möchte. Zumal als Wettkampfathlet, wenn ich wirklich schon mal Zeit im Umfang mit seiner Diät, für das auch easy können durchzuziehen, für das doch nicht nur, wie soll ich sagen, so richtig krass und Limite geht, also richtig krass und Substanz geht. Wenn du heuernst noch ein Cheatmeal mit abbaut, dann ist das gar nicht schlimm, solange es klappt und solange die Form nicht allzu viel zurückgehalten. Par contre, soll ich, wenn ich ein Cheat Meal möchte oder ein Cheat Day, nicht verwechseln mit Bunch Eating, wie ich auch schon in einem Video erklärt habe, was das ist, die von dort ein Geheim drin. Es soll ich den Cheat schon genießen, es soll ich nicht einfach nur rausstopfen, weil ich mega Bock drauf habe. Es soll ich wirklich genießen und wenn ich einen Cheat mache, dann meistens auch mit Kollegen, wenn ich dann zusammen an den Restaurant gehe oder wenn wir in den Kino gehen oder wenn ich sonst bei Leuten heim, erwähne ich viel zu essen, weil ich dann auch an einem so müssen das Leute kann und das eben auch besser kann genießen, wie wenn ich allein vor der Tille sitze und sich ein ganzes Tablet Schokolade andrückt, eine Pizza andrückt. Was Sarah ist nämlich auch, der Körper braucht ungefähr 20 Minuten, bis sie überhaupt checkt, dass sie genug hat von dem Essen. Das heißt, wenn der Glas ist, ich stelle erst 4, die erste werden 20 Minuten Glas. Also ich kann an 20 Minuten wahrscheinlich 2 große typische Ben & Jerry's essen, wenn ich motiviert bin. Das heißt, das wäre natürlich nicht so gut, ne, für meinen Cheat. Wenn es erst einfach ab ist, das ist ein kleiner Tipp, den ich euch mal auf den Weg gebe, wenn ihr ein Cheat Meal macht oder ein Cheat Day. Erst Sachen, die ein bisschen mehr lang machen, holt euch Zeit für sie zu essen. Und stopft sie nicht einfach ran, wie beim Bunch Eating zum Beispiel, wo man sich wirklich selber alles rausstopft, was ihr findet. Das ist nicht gut und das geht eurem Körper auch nicht gut. Aber für uns allem so schnell zu essen, das ist sowieso nicht gesund. Ich meine, das müssen wir mittlerweile alle gut schon machen. Also ich hoffe, ich kann euch ein bisschen abklären, was das ganze Cheat Meal auf sich hört. Oder Reward Meal, oder Flex Meal, oder Free Meal. Weder doch wollt nennen, probiert es einfach zu planen. Einmal an der Woche, einmal an 2 Wochen oder einmal am Monat. Entweder ein Meal, also ein Menü, oder eben den ganzen Tag, wie das für euch am besten funktioniert. Guckt da doch mal deren Coach, von ihr ihn habt, wie ihr am besten könnt abbauen. Respektiv auch mit dem ganzen T3, T4 am Leptin-Level. Das ist wirklich nicht, weil den einfach so auf der Seite los sind. Weil ich nicht nämlich an meinen letzten Diäten gesehen, da hatte ich nie ein Cheat Meal. Und ich bin einfach immer und immer und immer mehr raufgegangen. Ich war teilweise sogar mit den Kalorien innerhalb meinem Tagesbedarf, was absolut nicht gesund ist. Aber wieso? Weil mein Körper einfach nicht mehr funktioniert hat, weil ich einfach nicht mehr wollte. Weil ein T3 und T4 ziemlich steif war, war das auch die Spülanalyse bestätigt gut. Und wenn es mich auch nicht mehr aufgeholt ist, schon nicht mehr verstopft und ich bin einfach nicht fertig ausgesehen auf der Bühne. Voilà. Der dann hat das eben noch. Wenn der auch ein Diät macht und die sieht nicht so viel krass an einem Defizit, dann hat er auch nicht so krass den Bösen für zu cheaten. Das merke ich nämlich so. Ich esse irgendwie, ich meine, 2000 Kalorien im Moment. Mit dem ersten, was ich auch schon an meinem Live-Update, Link auch hier drin,
erklärt, was ich da genau esse. Ich habe von gut nicht mit dem Bösen so ultra krass zu cheaten wie sonst immer, weil ich einfach genug habe. Und voilà. Wenn er Diät einfach gut durch das und eben gut geplant ist, wenn er alle Makro-Rakete, die er braucht, dann wird er gesehen, dass er auch nicht so einen krassen Drang hat, für permanent zu cheaten oder alles ranzudrecken, was er fand, für einfach damit zu fressen, weil er ein Cheatmeal erlaubt hat oder so. Da freut er sich auch drauf, ihr wisst, wie ihr könnt planen an. Voilà, das war doch schon mal das im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn euch gefallen, natürlich liken. Und für die nächste Video nicht zu verpassen, hier innen auch ein den Channel zu abonnieren, weil, wie ihr wisst, kommen noch ein bisschen mehr regelmäßig Video von mir. Und ja, das war es schon. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich bin auch gleich noch. Check-up beim Uwe, Formcheck, und dann sehe ich auch, wenn ich meinen nächsten Cheat kann machen, auch wenn der DGR wird gesehen, oder so Sachen, die ich so in meinem Leben mache, add mich einfach auf Snapchat oder auf Instagram, da sehe ich meine Storien, fand auch alles hier drin. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Weekend, genießt wieder, ich hoffe, es geht gut, wir sehen uns nie hier, und dann bis nächste Woche. Ciao!